Wir haben unsere beiden Spieler bei uns. Rockers geht reites. Grüß dich, Rockers. Und Krešo Nikic. Hallo, ihr beiden. Wir haben das schon gesagt, ihr beide wart Energizer im heutigen Spiel. Und das hat Alba auch gebraucht, dieses Feuer im Spiel. So, how was the experience with this game tonight for you, Rockers? Same like every game, and I think we want to win today, but I don't know, we was unlucky sometimes, we miss open shots, but we need to, I don't know, watch forward, try to win on Sunday. Was it nothing special about this game tonight because it was about the best team in Europe? Okay, so we have more teams. I would say best in Europe, so it's not only FS. We have Barca, we have a lot of teams. So. Also, Rockers macht schon mal den Ausblick auf das nächste Spiel dann und er meint, hier kommen sowieso nur gute Teams hin, aber so kennen wir ihn und so lieben wir ihn auch. Und den Krešo haben wir wieder mal bei uns. Ich habe mal nachgeschaut, im November warst du das letzte Mal hier auf der Bühne. Inzwischen bist du wahrscheinlich noch mal gewachsen und heute im Spiel wahrscheinlich auch. Wie war das für dich heute, das Spiel, wie hat es dir gefallen? So, war schwer, weil wir haben nicht gewonnen. Ja, so, sie haben zu viel Würfe getroffen, aber wir haben mit Energy immer zurück geben und ja, so, ich glaube, dass ja, wir müssen immer zurück probieren, so kommen, ja, und weitermachen, weiter, wir sind junge Mannschaft und ja. Der Rockers hat schon angesprochen, dass heute so ein paar Fehler drin waren, little mistakes in Alba's game tonight. What did you discuss after the first quarter? Because the second quarter was very more aggressive and on fire. I don't know. We try every time to do the best, and especially first quarter was not so good. So we wanted to come back and try to be as tight as possible or try to be in the front. But yeah, this is FS and. You know, they don't have Shane Larkin today. I don't know how it's going to be there. But yeah. They still have players like Vatamicic. Of course, true, yeah. Maybe that's why they are first in EuroLeague, yes. Yeah. And your motivation was first to steal the ball from them, huh? I don't know. My motivation every time to put my, I don't know, 100% myself in the game, that's it. And they love it. Was kannst du von so einem Spieler wie Rockers lernen im Training oder auch in so einem Spiel? Ja, also Rockers ist 8 oder 9 Jahre älter als mich und er immer gebe so 100% und immer und mehr dann 100%. So, das ist wirklich sehr gut für die Mannschaft und für uns junge Spieler zu sehen, weil er ist keine Ahnung 7, 8 Jahre alter und er immer gibt alles und ja, das ist perfekt. So. Ja. Du hast ein ganz tolles Spiel heute gemacht. Du spielst fast 19 Minuten und du spielst gegen einen herausragenden Center, gegen Tibor Pleiss. Du bist Jahrgang 99. War das heute für dich die schwerste Aufgabe, die du hattest bisher in deiner Basketballkarriere? Ja, also erste Minute war schwer. Ich habe zweimal getroffen in Zone und dann Coach hat gesagt, du musst mehr Energie geben im Defense und ja, ich... Später war besser. Ich habe alles probiert, so in Front gehen und ja, alles. Aber er ist wirklich groß und ja, ich bin groß, aber er ist wirklich, ja. So, aber es ist immer so gute Experience, so wenn ich spiele gegen Spielern wie Tibor Pleiss und ja, Euroleague Centers, für mich ist immer gute. So, ich kann, keine Ahnung, some Moves lernen und ja. Der Rockers ist 8 Jahre älter als Krešo und er hat schon viel gesehen in seinem Basketballleben. Are you satisfied with Krešo's performance tonight? I'm happy. Every time when he play like this, like good, he put himself, like how to say, to put 100% himself, he can play for sure. But sometimes he relaxed and, but yeah, he is really improving. I remember, I would say last year when I came here, now he's more stronger. He, I would say, he have more confidence on himself, and he's still young. He, I don't know, 20 years old. So wow, you're 7 years younger than me. Und der Krešo macht ihn älter, als er eigentlich ist. Good future for sure.
So what can you take from this game tonight for the preparation of Sunday's game against Brose Bamberg? I think we can take everything from that game, especially because we play in the EuroLeague. So we're going to watch film after the game tomorrow, I think, and we're going to see our mistakes, try to learn from that, and that's it. Try to learn every time after every game and just move forward. That's it. Der Rockers gibt immer 100% und ist vor kurzem Vater geworden zum ersten Mal. Da wollen wir auch nochmal gratulieren. So, congrats again for the birth of your little baby girl. Tell us just a little bit about how family life is at Gidreiter's family so far. How are the nights? 2 weeks was okay, but now 4 days, oh, whew. crying every time. I don't know, maybe belly hurts or something. So we have a little bit problem, but I like this. Er mag das, genau, ihr mögt das auch. Am Sonntag schon wieder das nächste Spiel. Der Cionka hat es angesprochen, ihr habt einen harten Spielrhythmus jetzt irgendwie. Ständig Spiele im März. Inwieweit fehlen da die Spieler, die jetzt gerade draußen sind? Oder ist das gar nicht so schlimm, weil ihr spielt ja jetzt so wie heute Abend auch gut zusammen? Ja, also für mich, ich weiß nicht, am Sonntag spiele ich oder nichts, weil so Ausländer regeln. Aber erste, ich habe am Samstag, ich glaube, dass so Bernau-Spiel. Ich glaube, dass Lorenz, Malte und ich, wir spielen. Und danach, wir sehen, ja, ich weiß nicht, weil ich bin 7. Ausländer jetzt, so, ja, ich weiß nicht. Aber ist ganz wichtig Spiel für uns, so gegen Bamberg, ja. Das denken wir auch, weil die mögen wir auch nicht, genau. Krejci und Nikic, Rockers geht reiters. Vielen herzlichen Dank, thank you very much. Have a nice evening und Dankeschön für den netten Besuch beim Lotto Berlin Fan Talk.